Leute, sorry, dass ich die Tage kein Grandia 2 hochladen konnte aus dem Grund, weil ich die Tage keine Lust hatte aufzunehmen, ehrlich zu sein. Es war nämlich bei uns immer noch ein bisschen steckig und ich hatte echt, was auch meine Schuld ist, Schlafmangel gehabt, um gescheit aufnehmen zu können. Deswegen machen wir das einfach so, dass ich diese Folge eine längere Folge sein wird, so 30, 40 Minuten zumindest. Mal gucken, wie das hier so ablaufen wird. Und ja, die anderen Let's Plays kommen so wie gewohnt. Zumindest die Hauptprojekte Pokémon Mond, Weiß und Grandia 2. Hoffentlich kommt ihr jetzt rechtzeitig. Und hab ja bei meinen zwei Nebenprojekte angefangen, habt ihr auch auf meinem Channel gesehen. Und die sind auch gut am Laufen und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Und es kann sein, dass bei meinen Projekten die Tage eben keine Folgen geben wird, weil ich mich eher auf meine Hauptprojekte konzentriere und Pokémon Mond Weiß auch bald durch ist, was ich sehr, 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 soll ich sagen, ich bin da eher zwiespältig. Aus den vorliegenden Gründen, die ich auch im Let's Play erwähnt habe. Und es macht mir nach wie vor immer noch Spaß. Ich will, dass es auf jeden Fall weitergeht. Und weil eben das Projekt noch nicht quasi von dem Macher zu Ende gemacht wurde. Und ich hoffe, dass es zu Ende gemacht wird. Und ja, dann wollen wir mal loslegen und nicht so lange quaddeln. Juan ist von unserem Team abgehauen, weil er König geworden ist. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass dieser Typ hier Melfisch aussieht, weil die blaue Kopfbedeckung hat. Und dank der hinteren, seinem hinteren Kopf, keine Ahnung was es ist, sieht es so aus, als hätte er lange Haare. Und deswegen denke ich immer, dass er Melfisch wäre. Deswegen ist mich in den letzten Folgen auch ein bisschen gewundert hat. Aber jetzt zu dritt gegen Melfisch? Das ist doch ein bisschen Mr. Ryulu, ach, da ist er ja. Wie gesagt, zu dritt ist doch ein bisschen low, ne? Willst du zu den Inseln von Galan gehen? Je nachdem. Nach all dem. Okay, Mario will es auf jeden Fall machen. Okay, Ryulus Schicksal ist es, seinem Bruder zu begegnen und er kann es nicht abwenden. Gut. Und jetzt müssen wir Goodbye sagen. Es tut mir leid, dass ich es dir mein Herkunft nicht gesagt habe. Keine Sorge. Ja, es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Du bist immer noch der Ruan, die wir kennengelernt haben. Abgesehen davon, dass du jetzt König bist. Danke dir. Ein Schiff ist bereit, euch hinabzusegeln. Seid ihr sicher, dass ihr keine Soldaten braucht? Habe ich jemals welche gebraucht? Pass auf dich auf, Kind. Und viel Glück. Man sieht sich, Ruan. Viel Glück. Ich werde euch vermissen. Rohheit. Wahrlich, ein König muss seine Tränen verstecken. Ja, ihr habt recht. Ich soll hart für meine Leute arbeiten. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Okay, das war ein Goodbye. Und wir haben keine weiteren Soldaten gebraucht, weil, naja. Was ist los? Ich habe doch gesagt, du bist frei.
Was meinst du mit frei? Es bedeutet, du kannst alles machen, was du machst. Etwas Gutes jedenfalls. Also, was soll ich tun? Flieg ein Dörfchen, baut hier ein Vogelhäuschen. Ich weiß nicht mal, was soll ich mit dir machen? Wenn du gar nicht was tun ist, dann warum begleitest du uns nicht? Hm? Sie ist in dieser Welt verloren und kennt ihre Seele nicht, weil sie es vergessen hat. Ihre Seele vergessen? Haben automatisch überhaupt eine Seele gehabt? Das müssen wir jetzt herausfinden. Sie will uns begleiten und und hier, das soll man machen. Nun, sie ist keine Puppe mehr. Und was sind deine Wünsche? Willst du uns begleiten? Ja. Hm? Was ist dein Name? Mein Unit-ID-Name ist Tio. Nun, dein Tio. Herzlich willkommen. Ja, Meister. Okay, da haben wir unser viertes Mitglied. Errungenschaft freigeschalten. Reprogrammed. Okay, ich wollte so nämlich nicht direkt sagen, man hätte auch schon ahnen können, dass sie Rohan ersetzen wird, dementsprechend. Und ja, ich weiß es hier nämlich schon Bescheid und wollte nur die Spannung aufrecht halten. Man sieht auch schon nice Sachen. Und wir haben bessere Sachen, die wir ihr geben können. Oh, Schlafresistenz ist sehr nice. Da Rohan weg ist. Okay, hier müssen wir auch. Oh, das ist nice. Mal ein Sigma. Das wird ein bisschen schwierig jetzt. Okay, Ryudo können wir Gauss-Egg geben. Holly-Egg, Guwitty-Egg und Mist-Egg. Dann wird sie eben Rohans Rolle nehmen. Wir hatten irgendwo Teleportations. Schuhe. Ach, das habe ich ja mal gegeben. Das geben wir. Oh, sie hat ja schon Shadow Shoes. Geben wir mal Warp Shoes. Irgendwie hat sie die Gegenstände schon, die eigentlich Rohan schon hatte. Meteor Irwin. Observation by 25%, das heißt 25% Ausdrucksrate erhöhen, was eigentlich mehr ist als die Ausrüstung, die Rohan ursprünglich hatte. Das ist echt krass. Respekt. Muss man echt schon sagen. Sie ist auch eher die Geschwindigkeitstypin, nehme ich mal an. Und wir haben nichts. Wir haben beim Bosskampf gegen Melchisch irgendwie nichts gekriegt, weil wir eben weder gewonnen noch verloren haben. Theoretisch haben wir verloren. Und jetzt weiß ich nicht, was ich mache. Irgendwie kann ich mir das nie so wirklich merken. Skill Equip so rum. Anscheinend. Ne, wir können immer noch keine 4 Skills ausrüsten. Hier haben wir ja live abgegeben. Mehr Verteidigung, sie ist unser Heiltank. Je nachdem, wie man es bezeichnen will. So, was habe ich ihr denn nochmal gegeben? Skill-Item for Use. Live ab. Oh, noch mehr Leben. Nein. Hier geben wir einfach, wenn sie Magie einsetzt. Hatten wir nicht was für ihr noch? Oder war es das eigentlich? Wir können ihr mehr MP geben, aber die MP reichen eigentlich. Vor allem können wir Items kaufen und die Mana-Punkte quasi so regenerieren. Momentan haben wir eigentlich wenig MP-Probleme. Ich gebe ihr das einfach mal.
Konter. Das sind gute Kombinationen. Das ist etwas gerade ein bisschen mies. Robitur hat eigentlich... Robitur hat mehr Basislebenspunkte als Tio. Weil ich lasse die Coin mal aus, weil ich das momentan nicht brauche und ich will das auf eher auf alle verteilen. Das erhöht ja nur die Chance, dass ein Charakter angegriffen wird. Das heißt auch, was Magie betrifft. Aber ich gebe ihr Aim for a Counter, was nämlich wichtig ist, und dann noch, wo haben wir das nochmal? Decoy, nein. das können wir später immer noch machen. Abandonment. Die Chance, Attacken auszuweichen. Dann können wir ihr... nämlich Skilled-Item-Use machen, weil sie ist dann unser Heilerin. Beziehungsweise Gegenstände-Benutzerin. Was jetzt eigentlich Roans Rolle wäre. Aber da sie jetzt öfters ausweicht, hat sie bessere Überlebenschancen. Und ihm kann ich dann wieder Life-Up geben. Mehr Verteidigung und mehr Angriff haben wir auch nicht. Das ist schade. Also können wir ihm ja Decoy. Sollen wir wirklich Decoy geben? Weil er hat eigentlich eine gute Basis. Ich glaube, das machen wir auch, wenn ich gesagt habe, wir bräuchten eigentlich keinen Decoy, aber mir fällt gerade nichts ein, was ihn sonst hätte geben können. Okay, dann können wir ihm auch Darkroom geben, lustigerweise. Ansonsten reicht das eigentlich. Illusion Close. Das gebe ich ihr mal, hat sie gegen insgesamt 30%. Dann kann ich ihm hier das hier geben. Und dann würde es ja auch gehen. Ich glaube, so würde es gut funktionieren. So, joa. Ich bin damit jetzt zufrieden. So, folgen wir dem Pfeil. Oder wir gehen erstmal zum Inn. Wir können auch gleich noch was einkaufen. Weil ich wollte mir nur zur Sicherheit kurz heilen, falls da noch was passiert. Weil ich kann mich an der Stelle nicht gut erinnern. So, ja, bla 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 bla. Ja, wir wollen segeln. Wir heilen uns, speichern. Brauchen wir nicht. Okay. Ihr habt gute Angebote. Dann rückt raus, was für Angebote ihr habt. Das ist für Melinia. Albert. Jo, das ist... mächtig. 10 mehr. Purple Rope. Paralyse-Resistenz. Magic High Heels. Mehr Movement. Was hat denn... okay, ich guck das einmal, ich guck das gleich nochmal nach. Hier nochmal die ganzen Resistenzen und hier brauchen wir mehr. Scroll of All Heal. 25, das reicht eigentlich.
So, dann vorn Charakter. Limestone, das reicht. Noch mehr sagen wir Füllungsfehler brauchen wir nicht. So, Elina. Können wir ihm direkt Guardian Head geben? Schaffen Konfusion. Das lassen wir. Magic Heads. Ja. Das ist perfekt für sie. Unser Team ist momentan gut aufgebaut. Das mit den Decoy etc. Nur ich hoffe, dass wir bald auch schon den vierten Slot kriegen. Weil da habe ich mehr Möglichkeiten für Kombos. Apropos Kombos. Nee, das mache ich nicht. Das konnte ich euch auch später mal zeigen. Und zwar könnte ich so machen, dass wir die Ausweichsrate erhöhen. Beziehungsweise das so erhöht lassen. Und Theo dann ein Combo Plus Item geben. Somit da, dass wenn sie jetzt zum Beispiel... Hallo! Ja, dass wenn sie zum Beispiel Ausweich und Konter, dass sie direkt dreimal kontert. Mit einem Dreier-Kombo, das ist krass. Der Capasio, den haben wir lange nicht mehr gesehen. Entschuldigt mir, ich hab nur etwas an Gutes gedacht. Ein kleiner Schäden, was diese Quintoan Edits. Alles gemeint mit dem neuen König zu helfen oder dem neuen König zu stoßen. Okay, da hat nicht gesagt. Der ist auch da. Risotto. Wow, aber er ist ein König. Ja, das geht mal. Naja, und er hat das gesamte Royalitätszeug richtig gestellt und ja, dann wurde zufällig. Dann kannst du dann Spaß machen. Du kannst deinen Magen mit königlichen Essen. Ja, ich mag Essen füllen. Und da gibt's keinen Boss, der dich anschreit. Okay. Ich weiß nicht, ob er so richtig geredet hat, aber irgendwie so einen langsamen und geschmächigen Ton. Können wir da jetzt irgendwie anderweitig rein? Na, mit dem wir müssen ja anscheinend reden. Hallo. 50. Captain Bacala. Deiner König hat mir schon vieles über euch geredet. Ich bin Bacala, Captain von diesem Schiff. Ich werde euch zum Insel von Galan bringen. Aber es ist eine lange Reise. Über die Garner-Klippen. Wenn wir den Hafen verlassen, können wir nicht zurück. Versteht ihr? Also, mein Schiff ist bereit, wenn ihr es seid. Ja, klar, hier gibt es nicht mehr viel zu tun. Deswegen können wir jetzt auch los. Okay. Das wird ein bisschen dauern. Dieser Schiff hat Nummern auf dem Brett Holz. Vielleicht ist es eine Nummer von 50 von 50 Schiffen. Oder vielleicht ist das nur eine Registrationsnummer. Ich sehe, warum ihr euch über die Nummern wundert. Das ist nur der Name von diesem Schiff. Sie heißt die 5050. Muss wohl ein Kulturzeug sein. Okay, dann gehen wir eben auf die 5050. Alle an Bord!
Und werden wir den größten Schatz der Welt finden? Einsam inmitten des Ozeans. Okay. Jude, wo ist diese Insel von Galan? Es befindet sich im Norden von dem Kamil-Ozean. Nur über die Ghana-Klippen. Die Ghana-Klippen? Wie sind sie auf dem Ozean? Das Meer wurde in Hälften zersplittert, geteilt und läuft unter ihnen ab. Keiner weiß, was auf dem Grund hervorgeht. Sehr viel Wasser, sicherlich. Und wie werden wir das überqueren? Frag Captain. Nakala scheint zu wissen, was er macht. Dies Geräusch macht die Kehre. Sie sieht nicht so danach aus, aber sie macht das, was es kann. Glaub mir, vertraut mir. Mir ist so ein Mechanismus nicht bewusst. Und wofür ist es denn wirklich gemacht? Ah, da kommt das Geräusch her. Dieses Ding bringt uns über die Ghana-Klippen. Wenn du müde bist, dann lass jemand anderen das übernehmen. Wir müssen es dafür sorgen, dass es 5 Tage lang anhält. Okay, das ist ein bisschen viel. Ja gut, dann eben Wechselschicht. Also ich könnte da jetzt nicht schlafen ohne Rollenbezug. Da könnte man einen guten Remix darüber machen. Was sagt denn Elena? Was ist dieses Gerätschaft? Mag sie so aus, als hätte schwierige Zeit mit diesem Ding. Ich habe ihn noch nie so viel schwitzen gesehen. Ich weiß, und sie, hier schaut ihn nur noch an. Wenn ich nur darüber nachdenke, ich habe keine Ahnung, was Theo angeht. Was meinst du, was sie die ganze Zeit gemacht hat? Theo? Erinnerst du dich etwas, wann Melfisch dir die Klauen von Sana in dir reingeschmissen hat, reingetan hat? Ich habe nur seine Stimme gefolgt. Ich habe keine anderen Erinnerungen. Es fühlt sich so an, als bin ich nur aufgewacht. Andererseits sind meine Funktionen normal. Okay, Malik? Ideen, warum er dir die Klauen hineingetan hat? Ich war beauftragt, die Facilität, die Fabrik hier zu beschützen, zu beobachten, die Produktion von den Automata. Und dann die Welt zu vernichten. Er sagt, ich habe nicht genug Kraft. Ich hätte nicht die Kraft, um das heilige Schwert zu benutzen.
So, dass die klauen. Was? Okay. Also hat Melchus das Wissen von dem Granasäbel. Interessant. Das sind die Informationen, die ich momentan habe. Es scheint, dass Seras Prophezeiungen glaubwürdig sind. Also weiß es Melchus schon die ganze Zeit. Was meinst du mit Idol, Ryodo? Nichts, vergiss es. Seine Unzufriedenheit mit seiner eigenen Kraft steigt auch für seinen Hunger für Zerstörung. Wie ein wilder Wolf. Ich habe nur meine Aufgaben gefolgt. Aufträge gefolgt. Habe ich etwas falsch gemacht? Dir ist nicht zu schuldigen, Tio. Aber er hat dich nur benutzt. Wie viel zerstörerische Kraft war auf dieser Plantage? Nur darüber nachzudenken, macht mir Angst. So viel Kraft, sodass mein Bruder denkt, er würde Serum ausnocken. Und vieles mehr. Elena, geht's dir gut? Es tut mir leid, Ryodo. Ich wusste nicht, dass Schiffe hin und her bewegen. Ich werde mit dem Captain sprechen, ob wir nicht irgendwo anhalten können. Dieses Geräusch. Deswegen ist es nicht hier nicht so laut als dort drüben. Dass man doch noch angemessen besser schlafen kann. Meryl kann anscheinend auch nicht mehr. Hey Meryl, brauchst du Hilfe? Okay. Was soll ich machen? Mein Meister gibt mir keine Aufgaben. Es tut mir leid, Ryodo. Dass du dich für mich Sorgen machst. Nur, halt durch. Wo ist denn eigentlich der Captain? Wo bist du, Captain? Ah, wir können hier raus. Die 50-50-Deckung und es regnet. Natürlich. Es muss auch natürlich regnen. Gibt's hier denn Schätze? Ah, anscheinend nicht. Und schon wieder gibt's hier nicht genug Wind, um die Garner-Klippen zu überqueren. Sieh nur, Elena kann das nicht mehr aushalten. Können wir nicht dieses Ding hier irgendwo stoppen? Scheint so, als hätten wir keine andere Chance. Die Cecil-Riff soll hier irgendwo sein. Wir bringen uns mal hierhin. Dorthin. Aha, die Cecil-Riffs. Die Cecil-Klippen. Ich erinnere mich an diesen Ort. Der Captain hatte sowieso keine andere Wahl, weil wir eben nicht genug Wind hatten. Sonst würden wir uns alle ins Nirvana schicken. Ja, geht's jetzt okay? Wir sind auf festem Boden. Es tut mir leid. Ich fühle mich immer noch merkwürdig. Captain, denke, es ist für jeder das Beste, wenn wir ihr Magen hier ein bisschen beruhigen. Okay. Aber bleibt nah dran. Wir sollten sofort verlassen, wenn der Wind sich beschleunigt. Okay. Wir werden hier ausruhen. Heute Abend, brauchst du keine Sorgen machen über, dass dein Bett hier links und nach rechts bewegt.
Ja, das wäre schön. Okay. Dann wären wir es auf dem festen Boden. Das wäre für mich auch etwas beruhigender. Bei einem Schiff hätte ich auch nicht so wirklich schlafen können. Vielmehr eher wegen dem Geräusch. Okay. Da müssen wir hier erstmal entlang. Hier sind komische Eier. Die können wir noch gut essen. Das sind Eier. Diese Steine sind merkwürdig poliert. Sind das Perlen? Ich rieche kein Meer über den. Bitte, genug von Steine und Gerüche, lass mich ausruhen. Okay, wir müssen noch etwas Wichtiges requested haben, begegnet haben. Aber die Prinzessin braucht natürlich ihren Schönheitsschlaf. Natürlich braucht sie ihren Schönheitsschlaf. Würde es mir schlecht gehen, würde ich auch ein Plätzchen zum Ausruhen haben. Aber diese Eier beunruhigen mich. Warum sollen wir ihn ausruhen? Ich würde persönlich nicht über merkwürdig aussehende Perlen irgendwie irgendwo hinlegen und ausruhen. Das sollte es für heute Nacht genügen. Lass uns hier bitte campen. Okay. Was sagt denn Ryudo? Elina für die Liebe von... ich wusste nicht, dass du so viel Essen mitbringen kannst. Hast du es ausgekotzt? Ich fühle mich viel besser ohne diese hin und her bewegen. Auf dem Boot zu sein hat mich eher krank gemacht. Ryudo, was hat deine Familie damals in deinem Heimatland gemacht? Ich weiß nicht mehr, was das Wort Familie bedeutet. Was ist Familie? Ich verstehe es nicht. Familie ist, wenn deine Leben mit dir ein Leben teilen, wie uns. Wir sind wie eine Familie. Meine Eltern sind gestorben, wo ich klein war. Kann es nicht mehr richtig erinnern. Ich und mein Bruder Melfisch wurden von dem Bürgermeister aufgewachsen. Es tut mir so leid, Ryodo. Wollt ihr keine Sorgen machen? Ryodo? Er will gegen Familie kämpfen, aber lebt er nicht mit der Familie? Ich verstehe es nicht. Ryudo, willst du deinen Bruder vernichten? Melfisch hat nichts verdient. Nur Zerstörung. Wenn wir nicht stoppen, dann wird er seine Kräfte woanders einsetzen. Okay. Da haben wir keine andere Wahl, als dass wir schlafen. Melfisch ist hart. Er ist nicht mehr mein Bruder. Er ist nicht mal ein Mensch. Er ist nur eine Puppe von Valmar. Das ist das Einzige, was ich weiß. Egal. Lass uns einfach schlafen. Hey, wo ist Elina? Sky, hast du sie gesehen? Ja. Hab sie zurückgehen sehen. Großartig. Denke nicht, schlauer Junge. Jedenfalls, ich wollte dir was fragen. Ja, was denn?
Wen magst du am besten? Elena oder Millionär? Das ist geil. Was für eine Frage ist das? Das ist ein Job, erinnerst du dich? Ich kann beide nicht leiden. In der Hinsicht kann ich beide nicht leiden. Da ist Elena. Elena, is something wrong? Are you feeling sick again? No, I was just watching the sea. But then I saw that thing. Velmar's moon, huh? It's like it's always staring at us. I hate it. That moon, it haunts me. Seeing it pains my heart. Say, Elena, want me to make it vanish? Huh? How about that? Thanks. Such a small gesture made me feel so much better. Oh. I wish that moon would disappear forever. Me too. It always disappears, but comes right back. Is so beautiful, wide and peaceful after all. I used to think everyone was terrified of Velmar and isolated by the granite cliffs and suffering so terribly. I really didn't know anything about the world. Just realizing that you were naive is half the battle, Elena. I guess I can't call you naive. Right now, I want to forget everything. My mission to save the world, Velmar, myself as a sister of Granis. Tomorrow, well, right now, I want to forget a little. Elena, you really do work incredibly hard. Huh? You're misunderstood, even though you work so hard. I've never looked at the world the way you do. I've only wanted to forget, to erase my horrible past. You mean Melfis? I thought I would have been happier to forget it all, but it didn't turn out like that. I couldn't escape from my painful past. I'm sorry. I didn't see you for who you are, Ryudo. I never noticed your pain. I'm sorry. I was terribly naive after all. But seeing you work so hard has changed me. Huh? Yeah, think about it. I thought it was so obvious. If it weren't for this journey with you, I may have never realized it. It was you. Thanks, Elena. Ryudo, it is I who should thank you. With you, I can be so honest. I can be so strong of heart. I'm glad I met you. Elena. I love this wonderful world. I love everyone who lives in it and works hard to make it better.
thank you for cheering me up, Ryudo. Now I can work even harder. Now that's the Elena I know. Tomorrow, we cross the granite cliffs. Ryudo, wach auf, irgendwas falsch? Das war doch eben so süß. Was? Ich bin wach. Was macht dieses Geräusch? Was ist dieses Geräusch? Und ich hab's auch gesagt, überall sind Insekten. Oder ja, Krustentiere. Los, wir müssen die alle vernichten. Das waren keine Steine, was wir gestern gesehen haben. Ah ja, das habe ich auch gesagt. Lauft, lauft. Aber wir können nicht zurückgehen. Okay, es wurde überflutet. Mist. Die kommen zu uns. Dann werden wir im Hinterhalt eben kämpfen. Oder nicht im Hinterhalt, sondern im Gleichstand. Okay. Dann wollen wir es doch direkt mal schön erledigen. Wir haben wahrscheinlich hier wir haben kein Gobeltier, aber okay. Den da kann ich mal auf Nightmare Ball gehen. Das sind Krustentiere und vom Typ Wasser. Also müsste Elektro doch effektiv sein. Normalerweise. Boah, die Zähne eben war echt. Gut. Auch wenn es da ein paar Grad-Fehler gab. Was? Null Schaden! Okay. Dann weiß ich Bescheid. Okay, sie kann Lotus Flower einsetzen. Eine echt coole Attacke. Jau. Aber es hat null Damage gemacht. Vor allem auch wegen dem Rind von Maverick. Alle werden eher auf Maverick gehen, wegen Decoy. Irgendwie bereue ich es nicht, dass ich Maverick jetzt Decoy gegeben habe. Mit fucking null Damage kommt Maverick doch nicht an. Okay. Wahrscheinlich hier Feuer. Das müsste mehr Damage machen. Joa. Alle sind nur auf Mario konzentriert. Das ist irgendwie. Irgendwie komisch, aber okay. So, okay, gut, sie bringt übrigens, kann ich einfach normal angreifen. Knockt hier irgendwie. Critical Strike. Nice. Das müssen wir behalten, wenn der Wind aufholt und nicht bin ich da, sind scheiße. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Da bin ich dafür. Und ich würde es gerne nächste Folge machen. Aber okay, dann suchen wir uns einen anderen Weg. So, dann speichere ich eh mal kurz und dann können wir
das Ganze in der nächsten großen Aufnahmesession weitermachen. Alter, ich feiere irgendwie ihr Critical Strike gerade. Weil das hat sich irgendwie echt episch angehört. Sorry dafür. Aber okay. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschaußen, Leute.